Lieber Ludwig Gartz, es freut mich, dass wir uns treffen. Wir hätten uns persönlich treffen sollen. Das hat sich irgendwie verändert. Das wirst du gleich erklären, warum und wieso. Jetzt haben wir uns online getroffen. Ich finde das schön. Wir werden uns austauschen, aber vielleicht magst du erst mal erzählen, warum wir jetzt wieder digital uns gegenüber sitzen. Ja, genau. Hallo Katrin. Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat jetzt. Wir hatten also die Alda Koller und ich vom Verein Alvital, wir hatten schon seit ein paar Monaten geplant, dass ich jetzt in der ersten Maiwoche eine Märchentour durch Österreich mache, und wir hatten 5 Termine im Wiener Raum, und da war dann der Meisterdieb und Brüderchen und Schwesterchen und Hänsel und Gretel und der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Und dann haben wir uns gedacht, das war alles Großraum Wien. Dann haben wir uns gedacht, ja, es wäre nett, ich komme aus Richtung München, wenn wir schon vielleicht in Salzburg anfangen. Und dann hatten wir uns das Format überlegt, dass die Alda sagt, ja, wir müssen das ein bisschen lebendiger machen, dass du nicht da einen Monolog machst, sondern dass ich dann auch Teile des Märchens immer vorlese, dass die Leute wissen, also auf die du dann eingehst, dann ist das Ganze lebendiger. Und dann dachte sie, ja, und in Salzburg, da lebt auch die Katharine, und die könnte das dann, weil ich konnte nicht nach Salzburg kommen, dann macht die das vielleicht. Ich frage die mal. Und dann hat man uns das überlegt für das Salzburg-Programm. Und du hast dann auch direkt, ja, mache ich, gesagt, und wäre ja auch gelaufen. Und dann kam letzte Woche sehr kurzfristig die Information, dass der Veranstaltungsort in Klosterneuburg schließt, dass die ihr, ich weiß nicht, ob es ein Restaurant ist, aber dass sie das nicht mehr halten, die Örtlichkeit nicht mehr halten können, weil sie einfach zu wenig Mitarbeiter haben. Und dann hatten wir kurz überlegt, und dann hatte die Alda noch gesagt, weißt was, in Wien sind Großaktionen angekündigt, die Klimaaktivisten wollen die Stadt lahmlegen. Komm lieber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, passt. Also dann ist es jetzt der falsche Zeitpunkt. Und dann hatten noch die Astrologen gesagt, rückläufiger Merkur, da ist eh schwer, irgendwas zu vermitteln, und die Leute verstehen nicht richtig. Und dann dachte ich, dann ist es jetzt einfach die falsche Zeit. Und dann habe ich gesagt, nee, dann fahre ich nur nach Salzburg. Und dann hast du gesagt, wieso? Dann musst du doch den Weg auch nicht machen, wenn du gar nicht nach Wien fährst, dann machen wir es doch ganz digital. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt auch keine Aufführung. Bei der Aufführung wäre es jetzt so gewesen, ich lese das Märchen vor und dann gehen wir abschnittsweise durch, wobei du dann immer diese Abschnitte nochmal hernimmst, dass ich das dann schrittweise interpretiere, bevor wir dann in ein Gespräch übergehen. Und dieses Format brauchen wir jetzt nicht, weil wir einfach nur über das Märchen reden, denke ich. Dann lass Und uns auch, doch. glaube ich, bei dem Märchen kann man, glaube ich, voraussetzen, dass es so im Wesentlichen allgemein bekannt ist. Das muss man jetzt nicht Dann lass vorlesen. uns doch einsteigen. Ich hatte mir ja Aschenputtel gewünscht. Ist das Genau. ein guter Einstieg? Ja, ich meine, es ist ein sehr bekanntes Märchen. Es ist auch ein sehr spirituelles Märchen. Wobei man auch da, weil ja letztendlich, also oder wenn man das Verständnis hat, dass letztendlich alles, was auf der Erde passiert, auch im weltlichen, politischen, eine spirituelle Ebene hat, um die es eigentlich geht, um die es auch den Mächtigen eigentlich geht, kann man auch da ableiten, wie diese Prozesse oder was da bestimmte Eliten machen mit uns, damit dieses Spirituelle nicht erwacht. Also aus dem Verhalten der Stiefmutter und den Stiefschwestern kann man im Endeffekt auch ableiten, was die machen, damit wir nicht in unsere Kraft kommen und damit wir nicht zu diesem Bewusstsein erwachen, das es eigentlich braucht, damit wir uns als Menschheit retten können. Das kann man, also man kann aus allem, wenn man es rein spirituell sieht, letztlich auch die weltliche, politische Ebene ableiten. Und dann zu schauen, ja gut, wenn die das so versuchen, dann wissen wir, worauf es ankommt, und dann können wir ja sagen, nee, machen wir trotzdem. Wir schaffen trotzdem die Welt, die wir haben wollen. Aber das setzt ja voraus, dass man nicht gefangen ist. Also ich mache ja zurzeit Videos, Nö. wo ich nicht in die Märchenwelt eintauche, sondern ich Ja. nenne das dann die 3% Matrix-Welt, materielle Welt versus diese 97%.
eines geistig-spirituellen Universums, in dem wir eigentlich zu Hause sind, Ja. was eigentlich unser Zuhause ist. Also ich habe da ein anderes Bild, aber es ist egal. Wenn du dich, also nicht du, wenn jemand sich identifiziert mit dieser 3% Matrix-Welt, Ja. dann kann er ja gar nicht, dann ist er ja quasi davon vollkommen ausgefüllt und das erleben wir ja in den Märchen. Ne? Da sind diese Stiefschwestern mit der Stiefmutter, die vollkommen in dieser Welt eingesperrt sind. Ne? Ja, ist klar, ist da, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da ist unsere Wirklichkeit. Wenn wir vollkommen mit diesem irdischen Geschehen identifiziert sind, dann werden wir ja davon als das Geistwesen, das wir eigentlich sind, verschluckt. Dann wird unser Geist ja weggeschluckt und wir sind völlig hypnotisiert von dem, was da im Physischen passiert. Und das ist ja auch die Absicht. Der Stress in der Welt, der reißt ja nicht ab, weil uns das unter dieser Hypnose hält. Was passiert als nächstes? Die Leute sind in so einer Abspannung. Was passiert jetzt? Und wie kann ich mich da jetzt schützen? Und was muss ich jetzt machen, damit nichts Schlimmes passiert? Ständig in dieser Erwartung, dass es schlimmer wird. Und das hält die Hypnose aufrecht. Da kommt man nicht raus in die Entspannung und sagt: Mensch, ich bin hier der Schöpfer meines Lebens. Was will ich und was kann ich gestalten und wie mache ich das möglich? Ja, Erst die das haben wir Vision ja. klären und dann die Möglichkeit finden zu sagen: Ja, das ist jetzt schwierig, das ist so und so, aber wenn wir das wollen, dann gestalten wir die Welt so. Das kann man individuell und wenn man natürlich in Gruppen zusammenkommt und eine gemeinsame Vision hat, dann können wir das auch unter Schwierigkeiten in der Außenwelt, können wir die Welt erschaffen, die wir wollen. Also dazu braucht es, dass wir rausgehen aus dieser Hypnose, dass wir uns nicht hypnotisieren lassen von all den Problemen, die da permanent erzeugen. Ja, ich bin ja der Überzeugung, dass das nur individuell möglich ist, also nicht in der Gruppe. Also ich glaube, dass das jeder nur in der Stille für sich erfahren kann. Und ich meine, wir haben das in ganz vielen Telegram-Gruppen, ne, was du da beschreibst, dieses, oh, es wird, Ja. ich meine, ich war ja selber in einer Dreier-geopolitischen Gruppe, wo dann Ja. auch immer der Fokus war auf, oh, wir werden kein Brennholz mehr haben und so weiter. Und da war ich schon immer ein bisschen unglücklich damit, weil wir uns dann damit natürlich in diesen 3% gefangen halten, wenn wir immer Angst haben und genau verfolgen in der politischen Landschaft, was passiert und In das. dieser Erwartung, was machen Sie jetzt? Ne? Und damit Genau. ständig in die Macht gehen, was machen Sie jetzt? Was machen Sie jetzt? Was machen Sie jetzt? Die sind die Handelnden und wir können ja nichts machen. Wir identifizieren uns immer wieder als Opfer, die nichts machen können. Nein, was ich meine ist, dass Bewusstseinsbefreiung geht nur individuell, das stimmt. Aber diese Welt zu befreien, ist letztlich geht natürlich nur durch praktisches Handeln. Und wenn wir praktisch handeln, dann braucht es eine Vision und dann braucht es auch Visionen, die nicht nur ein Mensch hat, sondern die Gruppen von Menschen haben, die sagen, okay, die Vision setzen wir jetzt zusammen um. Das müssen natürlich alles Individuen sein, die ihr Bewusstsein befreit haben und eine klare Vision haben und sich nicht davon abbringen lassen. Das braucht es dann schon, aber wir können nicht nach draußen gehen und irgendjemanden befreien. Das können wir nicht. Wir können nur uns selbst befreien. Ja gut, wir haben das ja im Märchen auch, wenn wir bei Aschenputtel bleiben. Ne? Da sind ja beide Welten sehr präsent. Diese eine, wo man sich die Ferse abhacken muss, damit der Schuh überhaupt passt, und die andere, wo sich sozusagen alles wie magisch fügt, weil eben da, also so sehe ich es, weil es war ja immer mein Lieblingsmärchen, dass diese Ja. Aschenputtel sich einer größeren Macht anvertraut und ne? Also einer größeren, und da passieren dann Wunder. Also so habe ich es zumindest immer verstanden. Ja, Wunder ist, wenn man es schafft, sich in Einklang zu bringen mit den tatsächlich wirkenden göttlichen Gesetzen. Genau. Davon wird sie ja permanent abgehalten und sie bringt sich aber systematisch in Einklang, bis sie dann ihr Ziel erreicht. Bis sie ihr Ziel erreicht und diese Behinderungen auch wegfallen dann. Also diese Stärke entwickelt, den Fokus entwickelt, die Vision entwickelt und die Stärke entwickelt. Wobei es jetzt ich weiß nicht, inwiefern du das Vedische kennst, das traditionell Indische. Hast du mal die Begriffe gehört, Karma Yoga, Gnana Yoga und Bhakti Yoga? Nie gehört, ne? Karma Yoga ist selbstloses Dienen, also das sind die drei Aspekte des spirituellen Lebens, so wie die Inder das sehen. Also, dass man der eine Aspekt ist, dass es wichtig ist, der Welt selbstlos zu dienen, das heißt vor allem Menschen, die sich nicht selbst helfen können, also wohltätig zu sein, selbst Gutes zu tun und selbstlosen Beitrag zu leisten, dass die Welt besser wird, dass die Welt ein besserer Ort wird. Das nennt sich Karma Yoga, also das selbstlose Dienen. Das ist der eine Aspekt. Das ist, dass sie klaglos diese
Die sind ja unverschämt, die Schwestern. Die geben mir jegliche Drecksarbeit. Und sie macht es aber klaglos. Ja? Sie macht es klaglos, weil es in dem Kontext, weil es das eigentliche, das wahre Wesen des Menschen ist selbstlos. Also wenn die ganze Menschheit erwachen würde zu dieser Selbstlosigkeit und alle Menschen wollen nur anderen eine Freude machen, anderen Gutes tun und sich verschenken, dann sind alle von Menschen umgeben, die nur geben wollen, und das ist der maximal denkbare Reichtum. Also selbst der maximal denkbare physische Reichtum kommt aus der Selbstlosigkeit. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also auch das, Ja? ich meine, wir können uns natürlich fragen, wer ist da dazwischen, der eine andere Agenda hat und wer macht da immer Na wieder. gut, das sind Ego-Aspekte, die ja jeder Mensch in sich hat, weil Ja, ich wollte Aschenputtel nicht. ist ja ein Teil von uns, aber die Schwestern sind auch ein Teil von uns. Die sind ja in uns. Also worauf ich hinaus wollte, ist, du hast Ja. vorher was von Fokus halten gesagt. Das finde ich sehr spannend. Den Ausdruck höre ich sehr Ja. selten. Ja. Fokus halten. Darüber rede ich Ja. sehr viel. Das wird mir übrigens immer vorgeworfen, weil ich Ja. unten die Argumente, die Diskussionen, das lasse ich nicht zu, und zwar damit ich den Fokus halte, weil das ist eine Ablenkung, ist eine der wichtigsten Methoden des tiefen Staates, also Ablenkung, ne, damit man nicht den Fokus hält. Fokus halten heißt auch, ich meine, du hast gesagt, ne, das Aschenputtel nimmt das, was ihr präsentiert wird, was an sie herangetragen wird, nimmt sie klaglos an. Da ist für mich ein wichtiger Unterschied zu dem, was du vorher von der Wohltätigkeit gesagt hast, weil viele verzetteln sich vollkommen, verausgaben sich, verbrennen sich, indem sie in der ganzen Welt irgendwie wirken wollen und dann natürlich logischerweise sich selbst aushöhlen und in einen Burnout kommen. Und ich habe umgekehrt gemerkt, es ist eher wie das Aschenputtel. Das, was wichtig für mein Leben ist, das wird an mich herangetragen. Ich kann mich nicht um alles kümmern, was auf dieser Welt passiert, sondern sie nimmt ja das an, was an sie herangetragen wird, ne? Womit sie konfrontiert ist, was ihre Seelenführung ihr vor die Füße wirft und nicht das Elend der ganzen Welt auf die Schultern zu nehmen, weil dann würde man nämlich daran zerbrechen, so wie Atlas, der die Welt trägt, ne? Ja, wenn diese Haltung ausnimmt, man muss natürlich unterscheiden zwischen der Selbstlosigkeit des wahren Selbst und unseres wahren Selbst, was aus der Kraft kommt und aus der Liebe kommt, und der Selbstlosigkeit, die aus einem Helfersyndrom kommt. Also wenn Menschen handeln aus einem Helfersyndrom oder aus einem Rettersyndrom, ich rette jetzt die ganze Welt oder ich helfe jetzt der ganzen Welt, dann ist es ja auch Ego, und aus Ego verbrennt man sich natürlich. Also es muss aus einer inneren Fülle kommen und aus dem Bewusstsein natürlich, dass wir diese Liebe sind, die das macht. Also ein Helfersyndrom schließt sich ja selber von der Liebe aus, die man anderen gibt, so von wegen, wenn es auf die eigenen Kosten geht. Also andere lieben wie dich selbst. Dazu gehört natürlich immer die sich selbst auch zu versorgen. Weil wer sich nicht selbst versorgt, der macht sich selbst zum Problem, und das ist dann auch wieder eine Zumutung für andere. Ja. Ja, wenn du nicht auf dich selber aufpasst und dann dich in eine Situation bringst, dass andere sich wieder um dich kümmern müssen, dann bist du ja auch eine Belastung. Also Ja, das ist, ne? aber ich würde gerne auf der Aschenputtel zurückkommen oder auch auf die anderen Ja. Märchen. Also wir sind jetzt einfach mal bei Aschenputtel gestartet, Ja, ja. weil wenn du sagst, ja, es sind alles Anteile, innere Anteile, auch die Schwestern, aber da geht es ja darum, dass das wahre Ich die Schwestern auf ihren Platz verweist, dass das, was nicht passend ist, wo man sich die Ferse abhacken muss, damit es passend gemacht wird, dass das seinen Platz hat, oder auf seinen Platz verwiesen wird. Ne? Ja Das gut, gehen wir mal tiefer in die Symbolik rein. Also Aschenputtel selbst ist erstmal diese Bereitschaft zu geben. Die Bereitschaft, in der gebenden Haltung zu sein. Ne? Zu geben, zu dienen. So, und die Schwestern, die werden, also das Märchen erklärt ja auch, welche Anteile das sind. Also als nämlich der Vater fragt, der geht auf eine Messe und fragt die Töchter, was wollt ihr haben? Und die eine sagt, ich will schöne Kleider. Die andere sagt, ich will Perlen und Edelsteine. Und Aschenputtel sagt, ich will nur ein Reis, das erste Reis, was euch von dem Haselbaum. So, und die schönen Kleider, das ist Ansehen, Geltungsdrang, als super toll dastehen, hoher sozialer Status, also sozialer Status und Ansehen. Was auch auf Kosten anderer gehen kann. Hoffentlich, Hauptsache, ich stehe als strahlend da und bin besser als andere. So dieses Ding. Und das ist natürlich ein Aspekt des Egos.
Und jeder Mensch hat ja dieses, man möchte ja gut dastehen. Man möchte ja, dass andere gut von einem denken oder dass einer, oh, was ist das für ein toller Mensch? Und ist ja nachvollziehbar. Das hat jeder Mensch ja auch irgendwo in sich. Und die Perlen und Edelsteine, das ist halt Materialismus. Also ich will haben, ich will Konsum, ich will Vermögen, ich will Geld, ich will mir leisten können. Das ist die zweite. So, und diese sich verschenkende Haltung hat halt zwei innere Gegenspieler. Das ist, dass wir für das, was wir tun, ja, wenigstens toll gefunden werden wollen oder Ansehen haben wollen oder Kohle haben wollen. Ne? Das sind die zwei. Und das ist halt nicht wirklich selbstlos dann. Also es ist nicht wirklich eine, das ist halt eine berechnende oder materialistische Haltung, die haben will, das haben wollen anstatt das Sein. Also das Sein, das Göttliche verschenkt sich. Und dieses göttliche Sein, wozu der Mensch ja bestimmt ist, das hat diese inneren Gegenspieler. So, und wenn wir jetzt in der Welt, also das ist diese ein, das, wenn wir jetzt in der Welt gefangen sind, die durch überwiegend von solchen Ego-Strukturen geprägt ist, dann hast du auch, dann bilden sich auch Eliten raus, die genauso handeln. Und was machen die? Die werfen ihr immer Linsen in die Asche und geben ihr zusätzliche Arbeit. Und das ist ja auch das, was mit uns passiert wird. Wenn, also gerade die Menschen, die versuchen, jetzt lass uns doch eine Welt erschaffen, wo die gerecht ist und wo wir alle glücklich sein können und die man auch dauerhaft so halten kann und was machen die Leben? Die machen uns unnötige Arbeit. Die machen Ablenkungen, wenn du in die Arbeitswelt guckst, 2 Drittel der Arbeiten sind völlig überflüssig. Alles, was dieser gigantische Verwaltungsapparat macht, völlig überflüssige Arbeiten. Warum? Um die Menschen beschäftigt zu halten, damit sie sich nicht darum kümmern, eine Welt zu erschaffen, die für alle schön ist, die für uns und für alle schön sein kann. Ja, das hat System. Das ist ja auch die Ne? Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Ist es das System, was solche Menschen, solche Wesen hervorbringt, oder sind es solche Wesen, die so eine Matrixwelt erschaffen? Das ist jetzt okay. Ja, was zuerst ist, dass es diese Ego-Strukturen gibt und dann kommen solche parasitären Figuren von außen und überlegen sich, die schauen eine Gesellschaft an und schauen, wo ist der Egoismus, den sie ausnutzen können? Wo sind die Konflikte, die sie ausnutzen? Wo sind die Gruppen, die sie gegeneinander ausspielen können? Und das basiert ja letztlich alles auf vorhandenen Ego-Strukturen. Wenn wir kollektiv nicht das in uns haben, eine Bereitschaft, uns gegen andere ausspielen zu lassen, dann können die kommen und versuchen zu herrschen, dann herrschen die nicht. Das geht nur, wenn ein bestimmtes Bewusstsein da ist, dass die entsprechend manipulieren können. Ja, Wo du meinst jetzt nicht Bewusstsein, sondern du meinst Hirnwäsche, das meinst Ja, Menschen gegeneinander auszuspielen, da musst du ja schon Konflikte haben. du. Ja. Die müssen ja schon da sein und die wissen dann, wie die das ausnutzen. Ja. Das ist dieses Verhalten. Ja, wollen wir zu einem nächsten Märchen, weil wir sind schon fast bei einer halben Ja, Stunde. das ist das eine Märchen, ja, und dann holt sie aber, die holt ja die Vögel des Himmels, die ihr helfen. Ne? Und das ist also vom inneren Bild her, es ist ja so, wenn wir Ungerechtigkeiten erleben, das bringt einen ja auf die Palme. Oder man sieht, ja, die kommen mit ihrem Egoismus so und so weit, dann mache ich das auch. Das heißt, die gestalten ja die Welt so, die Eliten, dass der Egoismus angestachelt wird, weil wir denken, wir müssen auch egoistisch zu sein, um gegen den Egoismus der anderen uns behaupten zu können oder nicht zu kurz zu kommen. So, also es das heißt, es gibt ein permanentes Triggern des Egos, aber das Ego im kollektiven Bewusstsein ist letztlich das, worüber die herrschen, weil Ego ist das, worüber dann Menschen bestimmte Ansprüche entwickeln oder Gruppierungen entwickelt, die gegeneinander ausgespielt werden können. So, und um nicht ausspielbar zu sein, ist es wichtig, dieses Spiel, dass unser Ego permanent aktiviert wird, dass wir das nicht zulassen oder nicht mitspielen. Und das geht nur über die Bewusstseinsreinigung oder über Unterscheidungsvermögen, dass wir dann schauen, okay,
Wenn Negativität in uns ausgelöst wird und durch die schlimmen Sachen, die in der Welt passieren, wird ja ständig Negativität ausgelöst, entweder Wut oder Ängste oder totaler Kummer oder was auch immer. Oder auf der anderen Seite wird dann auch Gier und was Verlockungen und. Also verschiedenste Formen von Negativität. Und wenn wir wissen, dass wir, also das, wofür wir hauptsächlich zuständig sind, ist der Geist, in dem wir leben, also das, wie es uns geht. Weil das ist unsere unmittelbare Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir nicht Opfer dieser Negativität werden, die in uns getriggert wird, durch Dinge, die im Außen passieren. Und das ist dieses Auslesen, zu schauen, okay, was in mir führt mich in den Frieden, macht mich glücklich, macht mich stärker. Und was in mir schwächt mich, und also Ängste schwächen einen ja letztlich und so weiter, diese ganze Negativität. Und die Arbeit der Vögel, das eine zu schlucken und das andere zu sammeln, das ist diese Aufmerksamkeit und Unterscheidungsvermögen zu haben, zu entwickeln, dass wir in der positiven Kraft bleiben können, dass wir in der Liebe bleiben können, dass wir im Mitgefühl bleiben können, dass wir dass wir uns selbst halten können, ohne uns in Negativität reinziehen zu lassen. Das ist die Arbeit der Vögel. Das ist die zweite Disziplin, diese Fähigkeit zu und auch das Wissen zu enthalten. Wie gehe ich mit mir selber um, dass ich eine Quelle der Kraft bleibe, dass ich ein glücklicher Mensch bin, und eine positive Kraft bin? Das sind die Vögel. Haben wir das in den anderen Märchen auch, so eine wie die Vögel bei Aschenputtel? Also Nee, ich das denke ist jetzt auch an die jetzt. Fee, oder ist das nur bei Walt Disney die Fee, Es gell? gibt verschiedene Aspekte, wie man auf das menschliche Bewusstsein schauen kann. Und die Märchen schauen auf sehr viele verschiedene Aspekte. Und das ist jetzt, ich glaube, das mit den Vögeln, das gibt es nur im Aschenputtel. Und was haben wir in den anderen Märchen? Weil du wolltest ja eine Reihe von Märchen jetzt behandeln. Ja, also ein Schnelldurchlauf durch alles durchmachen, das ist ein bisschen viel. Alles klar, ich wusste jetzt nicht, wie du jetzt wolltest du Nee, jetzt. nee, ich dachte, wir wollten heute über Aschenputtel reden, ne? Okay, wir bleiben bei Aschenputtel. Ja, ich denke, wir bleiben. Ach so, ja, war das Nö, jetzt nicht ist ja klar? Ich gut. dachte, du hattest dir Aschenputtel gewünscht, ich sag, wunderbar, Aschenputtel ist ein super Märchen. Und da ist es, und da, das kann man auch wieder auf die gesellschaftliche Ebene übertragen, dass man sagt, okay, die machen jetzt so viel, um uns zu behindern und uns zu stören. Ne, die machen unfassbar komplizierte Steuergesetze, dass alle arbeitenden Menschen einen halben Tag damit beschäftigt sind, das alles zu regeln, so ungefähr. Und alle möglichen Sachen, um die wir gezwungen sind, uns drum zu kümmern, damit wir nicht uns um wesentliche Dinge kümmern können. Und da hilft es aber nichts, dass wir uns in die Position bringen, dass wir trotzdem diese Ausrichtung haben, dass wir schauen, was wollen wir, ne? Also diese Vision klären, welches Leben will ich für mich haben und in welcher Welt will ich leben, was für eine Gesellschaft will ich um mich herum haben. Dass wir da schauen, was man tun kann und diesen positiven Fokus und den Glauben, dass es möglich ist, auch positive Veränderungen bewirken zu können, den nicht zu verlieren, weil also wir müssen aus dieser Opferhaltung raus, dass wir nur Opfer sind von diesen bösen Machenschaften und dass wir nicht keine Gestaltungskraft haben, die Welt so zu gestalten, wie wir das haben wollen. Aber dazu kann ich nur sagen, Ludwig, dass nach meiner Erfahrung, zumindest meine Erfahrung der letzten 7 bis 8 Jahre, dass da das gar nicht so wichtig ist, dieser Wille. Also, weil wenn wir uns mit unserem Willen irgendetwas gestalten oder ausmalen, dann kann das nur irgendwie neue Wein in alte Schläuche gießen bedeuten, weil unser Wille ist einfach so vorbestimmt, so vorgeprägt, nicht vorbestimmt, so vorgeprägt. Und meine Erfahrung ist, und das denke ich, ist doch auch bei Aschenputtel, dass die Liebe
Da fügt es sich. Es fügt sich wie magisch. Es fließt alles zusammen. Es wird dann alles so, wie es sein soll. Da muss ich gar nicht jetzt so permanent irgendwie die Welt nach meinem Abbild formen oder so, sondern ich gestalte ja mehr oder weniger mein Leben, meine Umgebung, aber ich gestalte auf keinen Fall die ganze Gesellschaft. Also das. Nein, es geht ja nur um die eigenen Projekte, die wir machen können. Also zum Beispiel die ganzen, was jetzt stattfindet in der Landwirtschaft, diese vielen Projekte, das ist ja auch, das ist ja eine Vision. Das sind Menschen, die haben die Vision, die gesunde Nahrung zu machen, im Einklang mit der Unseren Natur zu Anteil sein. daran, das meinst du, ne? Unseren Ja, Anteil. es geht immer um das praktische Handeln. Auf der einen Seite geht es darum, unser Bewusstsein frei zu halten, dass wir nicht in dieser Negativität versinken. Also wenn Menschen in Bitterkeit versinken, dann können sie nichts mehr machen. Wenn Menschen in Resignation versinken, von wegen, es hat ja alles keinen Zweck und wir sind sowieso alle am Arsch und die Menschheit geht sowieso unter und dann kannst du auch nichts mehr machen. Also nicht in dieser Negativität versinken, sondern uns davon frei zu halten und in dieser positiven Kraft zu bleiben, unser Leben gestalten. Ich meine das nicht im ganz Großen, sondern jeder in dem Bereich, wo er kann oder zu dem er inspiriert ist. Und da glaube ich, dass wir so in so einer Vielfalt geschaffen sind, dass wenn jeder Mensch seiner Inspiration folgt, dass wir dann die unfassbare Fülle erreichen, die das Leben bereitstellte. Also wir müssen uns ja nicht um alles kümmern. Also Da denke ich an die können wir ja auch Permakultur gar im. nicht. Können wir ja auch gar nicht. Nein, genau, da denke ich an die Permakultur im Wald, wo sich ja auch Ja. alles bedingt. Jeder lebt, jeder ist seine Ja. Bestimmung und wächst in seine Richtung und irgendwie Ja. fügt es sich. Also, dass sich das alles, es ist die Liebe, also das, was du vorher beschrieben hast, das ist alles aus dieser 3% Matrix-Welt, ne? Wenn wir so, was du vorher gerade alles beschrieben hast, ne? So frustriert sein und Resignation und Angst und so weiter, das ist alles in diesen 3% Matrix. Das ist da wollen die uns drin halten, ja Genau, klar. und das andere Weil ist dann sind wir Liebe. Opfer, die sich nicht wehren oder die nicht wissen, was sie machen können. Ja. Genau, und das andere ist, dass man an das große Feld angebunden ist, was Liebe, also das Feld der Liebe, der Resonanz, wie wir das jetzt immer Ja. nennen wollen, ne? Aber ja, Und es das ist. Feld der Inspiration und der Möglichkeiten. Wenn wir nämlich in diesem Bewusstsein uns auch halten können, dass das, was uns inspiriert, möglich ist, dann sind wir wie Wasser, das einen Berg runterfließt und jedes Hindernis, jeder Felsblock wird einfach umflossen. Genau, und dann fügt es sich in einem Fluss zusammen. Das ist das, was du dann meintest, wenn Ja. mehrere zusammenkommen und daraus ein großer Fluss entsteht, ein Strom vielleicht sogar, ne? Wenn Ja, viele zusammenkommen. und selbst, ich denke, dass schon ein paar Prozent, ja, vielleicht sogar noch weniger, reichen, um Dinge zu machen, wo dann genug Menschen kommen, Mensch, das ist so toll, was ihr macht. Super inspirierend, da machen wir jetzt mit. Also das ist ja wie beim Schmetterling, der entsteht aus der Raupe, wo die Raupe sich verbreitet und es sind nur ein paar, wie nennt es, Fantasiezellen, nennen sie, imaginative Imagozellen. Imagozellen, ja, also Fantasiezellen, die ein Bild davon haben, wie es sein kann und die inspirieren all die anderen Zellen, die machen dann einfach mit und genauso braucht es nur hier und da. Menschen, die eine Vision haben, wo ihre Mitmenschen dann sagen, Mensch, es ist so toll, was du da machst, ich mach mit. Also einfach diese Fähigkeit haben, andere zu inspirieren und dann in eine Gruppe zu finden und sagen, das machen wir jetzt. Und das gestaltet dann den Schmetterling, der uns inspiriert. Ja, genau. Ne? Und bei Also so anderen Kulturen viele ist es Menschen, nicht. die eine Ahnung haben, wo es hingehen soll, braucht es gar nicht. Wenn es ein paar gibt, oder eine Vision haben, die ihre Mitmenschen wirklich fasziniert oder inspiriert und dann sagt, okay, das machen wir jetzt zusammen. Und dann passiert es einfach. Ja, genau. Und in den Märchen ist das meistens, wenn der Prinz und die Prinzessin zusammenfinden und daraus König und Königin wird und ein Königreich entsteht, ne, in dem sowas möglich ist. Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, in Aschenputtel ist das. An den Punkt zu kommen, wo diese Haltung siegreich bleibt, wo die Haltung, ich lasse mich nicht in den Egoismus reinziehen, sondern ich halte diese Haltung aufrecht, wo die siegreich bleibt. Und der Königssohn in dem Falle ist, der sucht ja nach seiner Braut. Das heißt, das ist dieser Aspekt, der danach sucht, was will ich in meinem Leben oder was ist wichtig, ne? Und dann ist ja diese eine, die eine Schwester, die Königin werden will. Das ist ja dieser Aspekt, der sagt, okay, ich will Reichtum und viel Geld und Häuser und
ne? Urlaub in der Südsee und dies und das, also diese Außenorientierung im Außen alles genießen zu können. Und das schafft ja nicht die Welt. Also das schafft ja keine schöne Welt, wenn alle so denken, weil Menschen sich dann nur gegenseitig wegnehmen, was sie meinen, was ein tolles Leben bereitstellen würde. So, und die andere ist, das sehen wir ja auch sehr stark in den sozialen Medien, wenn wir denken, wir müssen zu unserer Pflicht machen, dass wir das maximal mögliche Ansehen genießen oder 100.000 Follower haben oder 10.000 Leute, Freunde auf Facebook oder so und so viel. Alle müssen mich toll finden. Und junge Leute geben ja so viel Energie da rein, sich toll darzustellen in den sozialen Medien. Das ist die zweite. Das ist ja auch totales Außen. Was interessiert mich das, was die Leute von mir denken? Ich meine, das ist ja nicht mein oberster Wert, aber das ist ja das, was, wo wir hingelockt werden sollen, da die Energie reinzugeben, weil dann, Menschen sind ja komplett manipulierbar, wenn sie über das, wie sie dastehen oder ihr Bedürfnis, toll gefunden zu werden, sich manipulieren lassen. Und davon wegzukommen, das ist das eben. Also genau, dann kommt ja der kleine Schuh, den sie hat. Ein kleiner Schuh ist ein Symbol für Demut, also Bescheidenheit. Also nicht auf großem Fuß leben wollen und nicht viel für sich zu beanspruchen. Und die Schwestern, die eine hackt sich die Ferse ab. Und das ist dann dieses sich zwingen, so auszusehen, als wäre man so, ne? Sich den Auch Anschein geben. ohne es zu sein. Und das fällt aber auf, weil dadurch fließt Blut und Blut ist ein Symbol für Energie. Also du verlierst ja Energie, wenn du nur so tust. Und man sieht es ja Menschen, die nur so tun, als ob die haben ja nicht die Ausstrahlung, die haben ja nicht die Energie von dieser Qualität. Und in beiden Fällen, also man kann, wenn man sehr materialistisch ist, so tun, das ist ja alles nicht für mich und es fällt auf. Oder wenn man nur auf Ansehen aus ist und auf sozialen Rang, kann man auch so tun, als wäre man ja eigentlich total demütig. Und es fällt aber auch auf, weil es nicht echt ist. Also diese Demut muss echt sein. Und dann, ja, wenn es authentisch ist, dann ist es halt, dann ist es quasi die Königin, dann ist es. Also wenn diese beiden Gegenspieler besiegt sind, also wenn der Materialismus, wenn das materialistische, wenn die materialistische Haltung nicht mehr ist oder wenn dieses nur schauen, was andere von mir denken, nicht mehr ist, dann wird das eigentliche Sein, was unser Selbst ist, und Aschenputtel ist ja ein Aspekt unseres wahren Selbst. Das wird dann völlig natürlich und es wird dann auch Chef, sozusagen Chef im Ring. Dann gibt es diesen inneren Widerstreit nicht mehr. Dann ist es das einzige Sein. Ja. Und also von den zwei Disziplinen ist das eine, also diese grundsätzliche Haltung zu entwickeln, zu geben, zu dienen. Das andere, die Vögel des Himmels, die helfen. Also, dass man lernt, dass man sich selber so kennt, dass man sich frei halten kann von Negativität und in der Kraft und im Positiven halten kann. Und das dritte ist, dass sie zum Grab der Mutter geht und weint. Und die Mutter im Märchen, wenn ein kleines Kind die Mutter verliert, das ist immer der Verlust der Verbindung zum eigenen wahren Selbst. Ja, da kommt eine böse Stiefmutter, die ist eigentlich dann immer das Ego, was das wahre Selbst ersetzt. Und dann, wo wir dann versuchen, mit Ego-Mitteln zu bekommen, was wir haben wollen, und aber aus Ego heraus dann alles immer schlimmer machen. Also wenn wir unter Minderwertigkeitsgefühlen leiden und aus Ego versuchen, das zu beseitigen, dann machen wir es aber innerlich immer schlimmer und so weiter. Also das ist das Ja, ist, die ne? Kompensation macht es immer schlimmer. Die Kompensationshaltung macht es immer schlimmer, genau. Hilf mir mal, weil vor lauter Disney und ich weiß nicht, wie viele Varianten, weiß ich nicht mehr, das ursprüngliche Märchen, kommt da überhaupt keine Fee vor? Ist das gar keine fremde Hilfe? Macht sie das ganz von sich allein, außer jetzt den Vögel und die Mutter am Grab? Ja, also am Grab die Mutter, da sind ja dann auch die Vögel des Himmels, die sind immer die Verbindung zur spirituellen Welt. Ne? Das sind weiße Vögel oder Vögel des Himmels im Märchen. Und die werfen ihr ja dann die Kleider ab, Ah, runter. die machen das. Die werfen die Kleider, das ist nicht eine gute Fee. Ja, eine gute Fee ändert das jetzt nicht zu sehr. Das ist die Zuflucht suchen zum, also ja, in Gott. Also das ist eigentlich ein Symbol für spirituelle
Übungen. Das heißt, dass wir spüren, wir haben diese Verbindung verloren zum innersten Quell und wir brauchen, also das, was man dann macht, zu singen, zu meditieren, zu beten, wir brauchen diese Dinge, um diesen inneren Quell wieder zum Sprudeln zu bringen, dass wir nach innen angebunden sind und aus dieser inneren Anbindung auch wieder fühlen, wer wir sind. Das ist das Weinen am Grab der Mutter. Und wenn wir das machen, dann fehlt ihr nichts mehr, dann ist sie eine Prinzessin. Ne? Ja, ist ja auch ein Lösen, ne? Weinen, also Tränen lösen ja auch so einen Krampf, so etwas Gehaltenes, eine gehaltene Energie auf und ist auch eine Form der Hingabe, dass sie sich etwas Größerem überlässt, auch der Ahnenkraft, ne, der Mutter, einer Ja, Göttin. das Weinen für Gott letztlich, also das Weinen für das wahre Selbst ist ja letztlich dieser Herzenswunsch, frei zu sein von diesen Ego-Anteilen, die einen ja nur belasten, die einen hierhin und dahin ziehen wollen und die einen nur davon abhalten, man selbst zu sein. Und das ist ein wichtiger Anteil davon, innerlich frei zu werden, also zum wahren Selbst zu werden. Das wahre Selbst ist dann immer von diesen niederen Ego-Anteilen letztendlich frei zu werden. Und genau, dadurch wird sie zur Prinzessin, dadurch kann sie dann tanzen gehen. Und die Also drei da fällt Kleider mir sind auch noch vielleicht. ein, da fällt, Entschuldigung, aber da fällt mir noch ein, dieses bittet und es wird euch gegeben. Was sie macht da am Grab, ist, sie bittet ja. Also wenn wir eingestehen, dass wir am Ende mit unserer Konditionierung am Ende sind und uns einer größeren Macht übergeben und bitten, dann wird uns auch Ja. gegeben. Das ist, ja. Ja, genau. Das Beten zu Gott ist ja, also der Mensch wird ja zu dem, woran wir ständig denken. Das ist ja, also wenn wir ständig an Geld denken, dann werden wir diese, dann wird dieses Niedere, was im Geld enthalten ist, das wird immer stärker. Und wenn wir ständig an das Göttliche denken, also an die Liebe, die Gott ist und diese Qualitäten, die Gott sind, dann werden diese Qualitäten in uns stärker. Das ist ja der eigentliche Sinn des spiritueller Übungen, ist, dass wenn du die Aufmerksamkeit dahin richtest, also auf das höchste Sein, dass das dann in dir stärker wird. Diese Qualitäten werden dadurch in dir stärker. Und das ist der Weg. Also das, was wir verloren haben, eine Idee von dem zu bekommen, was wir verloren haben und uns dahin wenden. Weil wir sind ja Kinder des Göttlichen. Wir sind ja davon gar nicht getrennt. Also das, was wir am Göttlichen so wunderschön finden, das ist ja ein Teil von uns und das kann in uns wach werden und stärker werden. Und dann sind wir das. Wir sind im tiefsten Innern, wir sind ja Liebe. Wir sind Verkörperungen göttlicher Liebe. Das ist das, was der Mensch eigentlich ist. Wir haben es nur vergessen. Das finde ich bei dem Märchen auch spannend, dass die Schwestern müssen ja permanent irgendwie was, die müssen irgendwie immer herumfeilen und also sich die Ferse abhacken oder den Zeh abhacken oder so. Also da ist ganz viel, was sie tun müssen, damit sie das erzeugen, wohingegen das andere ist ja immer vorhanden, ne? Also dieser Gegensatz Wir zwischen. müssen ständig mal, und sie müssen sich ständig erniedrigen. Ne? Also das ist dieses immer auf Kosten anderer, immer auf Kosten anderer, um selber was sein zu können. Ne? Genau. Und das wahre Selbst handelt niemals auf Kosten anderer. Ja. Ja, die drei Kleider, genau. Also das eine ist, glaube ich, Silber, das zwei, wenn ich mich richtig erinnere, das zweite ist Gold und das dritte ist voller Sterne. Und Silber ist so wie der Mond ein Symbol für den mentalen Geist, also für den Mind, für das Beleuchtete sozusagen, also für unseren Verstand und unser Gemüt. Vergänglich? Ist es das, was vergänglich ist mit dem Ja, wir haben unser spirituelles Selbst, was selbstleuchtend ist, und wir haben den Verstand, mit dem wir alles betrachten können. Und das silberne Kleid ist, dass als erstes unser Verstand erleuchtet wird, dass wir klaren Geist entwickeln, klare Ah, Gedanken, okay. dass wir wissen, worum es geht im Leben. Das ist das silberne Kleid. Das goldene Kleid ist, dass dann das Spirituelle auch erblüht, also dass wir spürbar mehr zu einer Quelle von Mitgefühl werden, von einer positiven Kraft, die aus uns fließt und mit der wir unsere Mitmenschen berühren können. Und ein gutes Tun und auch gutes Ausstrahlen.
Das ist das goldene Kleid. Und die Sterne sind letztlich, es sind ja viele Sonnen, und zwar unendlich viele. Das ist letztlich das Symbol dafür, die Vielheit in der Einheit. Also dieses Einheitsbewusstsein zu sehen, dass wir in allem Gott sehen und auch in der gesamten Vielfalt des Lebens das Göttliche sehen können. Und dadurch das Göttliche auch selber sind. Das ist dann die dritte, das ist dann die höchste Stufe. Und auf der Stufe ist sie dann frei. Schön. Ein Weg. Warum? Aber es ist das Weibliche, ne? Aschenputtel ist der weibliche Weg. Der, also dieser Teil, sich zu verschenken, das ist eine definitiv weibliche Qualität. Ja, aber das ist natürlich für alle Menschen wichtig, für Männer auch. Ja, aber ich meine, wir haben ja einige Märchen, wo das Männliche im Vordergrund ist und hier ist es eindeutig das Weibliche, ne? Der Prinz hat ja so gesehen nur, der spielt halt da nur zu, ne? Der ist nur der das auslöst oder so, aber er ist nicht die eigentliche Hauptperson, ne? Ja, der muss nachher die Entscheidung treffen. Also er ist ein König, also ein König, Königfiguren oder Königssöhne, Königstöchter sind ja immer Prinzipien von die unser Leben leiten oder herrschen sollen. Das ist ja Herrscherfigur, heißt, das ist das, die Qualität, von der wir uns beherrschen lassen sollten. Ja, genau. Ne? Und wenn sie Königin wird, dann heißt es, sie ist die Liebe, die herrschen soll, dass die Liebe herrscht. Und die Liebe ist natürlich weiblich. Aber ich meine, sie herrscht ja da mit ihm gemeinsam, ne? Das ist ja nicht eine einzelne Geschichte, sondern sie Genau, und werden dann die Liebe Familie. sollte natürlich einhergehen mit einem, sagen wir mal, mit einem klaren Verstehen und mit Integrität. Und das ist das, wofür er steht. Also er ist eigentlich auf der Suche rauszufinden, was ist meine Pflicht in meinem Leben. Ne? Ist es meine Pflicht, jetzt viel Vermögen aufzubauen und ne, die eine Schwester und dann merkt er, ist es nicht. Und die andere, oder ist es meine Pflicht, den höchstmöglichen sozialen Status zu erringen, großes Ansehen und merkt dann, es ist auch nicht meine Pflicht, sondern in diese Liebe zu finden. Das ist seine Pflicht. Und das ist halt dieser männliche Teil, diese klare geistige Ausrichtung, die klare geistige Haltung zu finden. Und das gilt für Männer und Frauen und die Liebe zu sein gilt auch für Männer und Frauen. Es hat ja jeder das Männliche und Weibliche in sich. Ja, wobei ja im Aschenputtel erleben wir das ja nicht mehr großartig, soweit ich weiß, endet es damit, dass. Also, er hat sie halt gefunden. Damit endet es, ne? Das Ja, Königreich. die heiraten dann und dann wollen die Schwestern gucken und dann kommen die Vögel des Himmels und hacken ihnen die Augen aus. Ah ja, stimmt. Hacken ihnen die Ja. Augen aus. Das ist letztlich, dass wir, wenn diese innere Hochzeit stattfindet, dass wir dann sogar aufhören, mit materialistischen Augen auf die Welt zu schauen, dass das ganz endet oder dass wir sogar an den Punkt kommen, dass es uns überhaupt nicht mehr wichtig ist, was andere über uns denken, dass wir einfach nur noch sind. Ja, das ist das, wo ich im Moment sehr mit meiner Arbeit dran bin, was ich heute habe ich wieder einen Blick darüber gemacht, ne? Was ja mittlerweile von der Hirnforschung und von der Physik und der Astrophysik bestätigt ist, dass nur in diesem 3% Matrixwelt, nur da sehen wir und können wir messen, da greift eine KI und so weiter. In diesen 97% weiße oder schwarze Substanz, je nachdem, im Hirn sind es die weiße Substanz und im Universum Ja. ist es die schwarze, da gibt es kein, das ist eine Frequenz jenseits des Sehens und jenseits des Messbaren. Ne? Das ist wahrscheinlich das, wenn man dann bei den Kindern gibt es ja auch dieses innere Sehen, wo die ja, das kann man ja lernen, ne? Sehen ohne Augen, ja, das geht ja alles in dieselbe Richtung, genau. Oder eine andere Art des Sehens, ja. Ja, oder du verbindest dich mit jedem beliebigen Menschen, machst die Augen zu und fühlst genau, wie es dem geht. Und das ist ja auch eine normale Fähigkeit, das ist ja auch eine Form von Telepathie, dass du letztendlich dich mit jedem, weil jeder Mensch in dir ist, jeder Mensch ist ein Teil von dir und das kannst du in der Praxis dadurch anwenden, dass du, also wenn du so sehr bei deinem eigenen wahren Selbst bist, dann spürst du bei jedem Menschen, wie es dem geht, ohne dass der dir sagen muss, wie es ihm geht. Ja. Also gut, dann werden den Schwestern die Augen ausgehackt. Ja, und dann ist das ist natürlich das Happy End, dass die Augen ausgehackt werden. Nein, es ist es nicht mehr schauen, es ist es nicht mehr berechnen, schauen, was habe ich davon, was ist mein Nutzen, was ist mein Vorteil,
Und Abwägen fällt mir da auch ein, der Begriff ja, und was ist Abwägen. das, welchen Status habe ich dadurch? Und die denken jetzt toll von mir und da werde ich jetzt gelobt und da werde ich jetzt erwähnt. Wenn das alles endet und wir nur noch ins reine Sein kommen, ne? Dass wir nur noch sind, wer wir sind. Also so gesehen werden die Schwestern auch irgendwie ruhig gestellt innerhalb von Aschenputtel, ne? Dass diese Stimmen auch verstummen, sage ich jetzt mal. Ja, es sind ja Aspekte, die stellen ja Aspekte da von uns, die wir überwinden und auflösen können, wenn wir wissen, wie. Ja. Und es geht letztlich immer darum, das wahre Sein zu erkennen, zu entdecken und zu leben. Dass wir finden, wer wir sind und das auch leben, wer wir sind. Dadurch fällt dann die Negativität dann irgendwann einfach weg. Ja, es war ja so gesehen dann vielleicht nur ein Hilfsmittel, ne? Irgendwelche Krücken, die wir gebraucht haben. Aber in dem Moment, wo wir das wahre Selbst leben, brauchen wir diese Krücken ja nicht mehr. Ja, die Negativität macht vor allem eins, sie stürzt uns ins Leid, sodass wir bestrebt sind, dieses Leid zu überwinden. Und das können wir nur, wenn wir unser wahres Selbst finden. Ja. Das ist so ein Ding, was sich in den eigenen Schwanz beißt, gell? Weil kein Mensch will leiden. Ja. Ja. Also so gesehen ein Befreiungsmärchen. Ja, ein spirituelles Befreiungsmärchen. Mich interessiert jetzt nochmal, wie du redest jetzt von diesen, da müsste ich mir jetzt deinen neuen Blick angucken, ne? Was meinst du mit diesen 3% und mit den 97%? Ja, Gibt es da eine Forschung zu oder worauf genau, beziehen sich genau. diese Zahlen? Genau, ich habe das in meinen, also seit ich in Kloster Neuburg war, haha, seit ich in den unterirdischen Aha. Ausgrabungen da war, Ja. seither bin ich auf einen neuen Pfad geführt worden und also und das ist bezeichnend, das war schon mal da, der Call, aber bei mir braucht es manchmal mehrere Anläufe. Juliana Conforto mit ihrem Buch Das Sonnenkind, ich habe es hier gerade, fällt mir auf, Ja. das organische Universum, aber vor allem auch dieses Das Sonnenkind, und sie nimmt ja da Bezug auf Giordano Bruno und das wiederum in Verbindung mit der neuesten Erkenntnisse aus der Hirnforschung und aus der Astrophysik. Und da ist eine Parallele zwischen dem, was in unserem Hirn ist, und dem Universum draußen. Ja. Sie haben mittlerweile herausgefunden, dass diese grauen Zellen, ja, worauf wir so stolz sind, unsere Intelligenz, unser Großhirn, macht nur, also überhaupt alles, was wir sehen können, was wir messen können, mit uns wissenschaftlich erfassen können und so weiter, macht sozusagen 3% maximal aus. 97% ist im Hirn weiße Substanz, also unerforscht, die ist noch, also wie Christoph Kolumbus, verstehst? Draußen im Universum nennt man sie dann schwarze Materie oder schwarze Löcher. Also sprich, alles, was draußen ist, es schwarz, und im Hirn nennt man sie weiße Substanz. Aber daraus bestehen 97%. Und das hat mit Weiblichkeit zu tun, mit Wasser, mit wie ein Klangkörper, mit weicher Kernenergie, also hinein in den Kern, weiche Kernenergie, Die Kernspaltung, ja. genau, nicht die Kernspaltung, sondern eine weiche Kernenergie, die ins Innere führt, die zusammenführt. Also es ist ein ganzes Universum. Und für mich war das spannend, weil, weißt du, das ist alles so abstrakt. Ich habe früher immer gesagt, ich greife rüber ins Feld, aber damit habe ich das gemeint. Aber jetzt habe ich eine konkret, jetzt kann ich das veranschaulichen, kann das verankern. Es wird alles konkreter. Ich brauche ein, ich meine, ein Märchen ist ja auch nichts anderes als eine Entsprechung, ne, wodurch wir es besser verstehen. Und ich mache das halt dann mit diesen Kritzeleien, die ich mache, ne? Also mit meinen, also wenn ich dann so kritzel, ne? So ein Tortenstück, Ja, das ist okay. 3% und das sind die 97. Ja. Und die Frage ist, bin ich hier oder bin ich hier? Ich habe seit 7 Jahren, sage ich, ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, weil ich bin hier, aber agiere durch diese Welt, materialisiere logischerweise in dieser Welt, aber schöpfen tue ich aus diesen 97%. Ob ich jetzt male, einen Malkurs gebe, einen Vortrag Ja. halte oder einen Blick mache und so weiter. Ist klar, wenn das ist ja der Satz, wer den Himmel auf die Erde bringen. Wenn wir den Himmel auf die Erde bringen wollen, dann ist genau das gemeint, dass wir die Inspiration auch vom Göttlichen holen und dann schauen, was können wir im Praktischen, wie können wir es praktisch umsetzen, was können wir in die Welt bringen und dann die Welt entsprechend gestalten. Ja, Nikola Tesla hat ja gesagt, dass das Hirn kein Computer ist, sondern ein Empfänger. Also die Antenne ist das dritte Auge, also die Zirbeldrüse ist die Antenne und das ganze Hirn ist ein Empfänger. Also das eigentliche Wissen kommt immer, empfangen wir nur. Ja, genau.
Genau, Und warum das dann ja. ist. Also das ist ein ganzes Universum hinter dem Universum. Jeder hat ja einen anderen Zugang, ne? Du machst das über die Märchen und ich verwende viele Zugänge. Also ich habe nicht einen konkreten. Wenn sich jetzt jemand aufregt, ja, die kennt sich doch mit Märchen nicht so gut aus. Ja, ich bin nicht spezialisiert auf irgendwas. Das ist typisch für mich. Ich floate, das ist auch die 97%. Da bist du kein Experte, sondern da floatest und meanderst du und begibst dich in verschiedene Zugänge und Welten, ne? Da ist das nicht alles so definiert. Aber ja, es geht immer darum, eine Entsprechung zu finden, mit der man es hier veranschaulicht. Das haben wir jetzt durch Wörter gemacht, ne? Das Märchen verwendet ja viele Symbolik, ne? Und viele Bilder. Ich mache auch viel mit Bildern. Also meine Kritzeleien ist auch nichts anderes als eine Symbolik, etwas darzustellen. Aber letztendlich ist immer die Frage, ne? Dass irgendetwas in Bewegung kommt, wie bei einer Billardkugel. Ne? Da wird etwas angestoßen und dann bewegt es sich wie so ein. Ja, ich glaube, Billard ist schon das richtige Bild, ne? Dass es sich so weiter bewegt. Also, oder ist es ein Perpetuum mobile, wenn es sich von selbst dann in Bewegung setzt? Ne? Ein Ja, Klang. eine Billardkugel läuft irgendwann aus, Stimmt, ne? ein Klang passt Also natürlich. Billard ist schon ein sehr mathematisches, präzises Spiel. Also das ist wahrscheinlich für das, was du da sagen willst, nicht das richtige Bild. Mehr Perpetuum mobile, ja. Oder, weiß ich nicht, einen Stein, den du ins Wasser wirfst und der einfach. Das ist schön, genau. Der ist an die Wellen. Ja, das ist ein sehr, weil viele sagen, also die Giuliana Conforto sagt das auch, dass das hier still ist, wie ein stiller Ozean, ja, ganz still. Er braucht etwas, was es aktiviert. Und das ist der Stein, ein Stein des Anstoßes, der es aktiviert. Sonst schon schlummert es einfach nur so passiv vor sich hin. Und ich meine, das ist das, was wir machen, was wir auch hoffentlich in dieser Sendung jetzt wieder gemacht haben. Wir haben gesagt, wir machen eine Stunde jetzt über Aschenputtel. Ist doch wunderbar. Wir haben eine Haben Punkt. wir jetzt fast, ja, genau. Super. Und es geht nur darum, wenn jemand hier gelauscht hat und er hat einen Impuls oder etwas, was ihn anstoßt, ne, dann ist das doch schon wunderbar, ne? Ja, ich könnte noch kurz auf die anderen Märchen eingehen, vielleicht. Oder? Also ich weiß nicht, dass. Wir können es auch abschließen. Also, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass die Märchentour durch Österreich jetzt nicht kommt, also nicht in dem Sinne einfach ausgefallen ist, sondern dass ich die bei Gelegenheit, dass wir die nachholen wollen. Und vermutlich würde ich jetzt meinen, wahrscheinlich im Herbst. Und da könnt ihr mir auch gerne drunter schreiben, wer da, dadurch mal sehe, wie viele Leute sind da interessiert. Und ich habe das auch vor, eventuell auch in anderen Teilen des deutschsprachigen Raums. Ich bin ja jetzt viel auf Tour und ich habe jetzt vor allem mit dem Meisterdieb sehr viel, den an sehr vielen Orten gehalten. Und ja, also ich werde weiter auf Tour sein. Ich werde diese Märchen weiterhin vortragen. Und wer ein Buch drüber lesen will, also ich habe ein Buch veröffentlicht, das heißt Deutsche Volksmärchen, da ist die Symbolik erklärt und da ist auch das Spirituelle erklärt und dann teilweise auch diese weltlichen Bezüge. Das werde ich als nächstes Projekt habe ich vor, diese Erklärung der Symbolik nochmal auszuweiten und als eigenes Büchelchen rauszubringen, wo ich nur erkläre, warum heißen die Symbole, was sie heißen. Weil da, dass die meisten Rückfragen sind, habe ich gemerkt, bei denen, wenn ich auf Vortragsreise gehe, dass dann, ja, wie kommst du darauf, dass die Symbole das bedeuten? Und wie kommst du darauf, dass das bedeutet? Ich habe gemerkt, das muss ich nochmal im Detail genauer erklären, dass das eine, also die Symbolsprache ist in meinen Augen eine universelle Sprache, die in der Form weltweit so gehandhabt wurde. Das ist letztlich die Art von Symbolsprache, wie sie in den ganz alten Veden verwendet wird, wie sie in der Ursprache der Bibel verwendet wird. Es ist eine sehr symbolische Sprache, wie sie in unseren Märchen ist, wie sie in den Sagen ist. Die ganzen sehr alten Texte verwenden letztlich dieselbe Symbolsprache. Deswegen will ich speziell dafür also nochmal diesen Teil der Märchen in einem einzigen Buch, in einem eigenen Buch beschreiben, das wird das nächste und dann noch mal nur das Spirituelle in ein eigenes Buch und dann nur noch mal nur diese weltlichen Bezüge in ein eigenes Buch, weil ich gemerkt, es gibt viele Leute, die wollen nur das Spirituelle und dann gibt es andere Leute, die können mit dem Spirituellen gar nichts anfangen. Deswegen
werde ich das auf drei Bücher aufteilen. So, das wollte ich noch gesagt haben. Für die, die da Ja, gut. Und ich was denke, interessieren. alles hängt von der Zeitqualität ab. Und wenn das nicht der rechte Zeitpunkt ist, dann bekommen wir das auch gespiegelt. Ne? Dann wird uns das Ja. irgendwie gespiegelt. Und das ist jetzt so, weil es so sein soll, sonst wäre es anders. Und wenn Ja. der Zeitpunkt der rechte ist, dann wirst du dich, denke ich, auf die Socken machen, vielleicht dann auch nach Österreich. Das werden wir dann. Ja, das wie gesagt, das ist nicht, das ist nur aufgeschoben. Ja. Gut. Gut. Dann, es hat mich sehr gefreut, Ludwig. Ja, hat mich auch gefreut und wir haben es jetzt kurz und knackig gemacht, finde Genau. ich. In diesem Sinne wünsche ich dir und denen, die uns hier lauschen, alles, alles Liebe und ja, eine schöne Fahrt in die Symbolwelt hinein. Gut, ich danke dir. Ich danke dir auch, Ludwig. Tschüss.